Heute zeige ich euch die 5 teuersten Skigebiete in Österreich. Ich habe mir die Arbeit gemacht und habe die Top 5 Skigebiete rausgesucht. Ich war selber schon in allen 5 Gebieten und weiß, dass die richtig gut sind. Das lohnt sich dann für euch auf alle Fälle. Und klar, gibt es bestimmt noch mehrere, aber das sind meine Top 5. Fangen wir an mit Platz 5. Meierhofen, Zillertal. Du zahlst 72,50 und hast 142 Pistenkilometer. Auf Platz 4, Sölden. 73 Euro und du hast 143 Pistenkilometer. Jetzt zu einer richtig schönen Gegend auf Platz 3, Schladming, Dachstein, Dachsteinregion. 73,50 zahlst du dafür die Tageskarte und hast 123 Pistenkilometer. Platz Nummer 2, richtig geiles Skigebiet, Bad Gastein. Haltet euch fest, 73,90 Euro für die Tageskarte. Aber du kriegst da 200 Kilometer zum Fahren. Und ich war selber schon ein paar Mal da, Bad Gastein, ein richtig geiles Gebiet zum Powdern. Jetzt bitte Trommelwirbel. Platz Nummer 1, Best of Skigebiete, die teuersten Skigebiete in 23/24. Was meint ihr? Ski Arlberg. Und die Karten kosten tatsächlich 75 Euro, die Tageskarte. Aber du kriegst dafür 300 Pistenkilometer zum Fahren. Geilstes Skigebiet ever. In Arlberg gibt es noch einen richtig geilen Park in St. Anton.